Und damit herzlich willkommen zurück zu Fable Dome. Und wie ihr seht, das alles habe ich jetzt neu gebaut. Einen neuen Spielstand und der gefällt mir auch generell sehr viel besser. Ich habe ja auch schon letzte Folge so ein bisschen darauf hingewiesen. Ich habe einfach mal ein anderes Landstück genommen und habe mehr darauf geachtet, dass da weniger Berge sind. Wasser wollte ich auch weniger versuchen, habe aber nicht beides hinbekommen. Und da war mir dann die Berge wichtiger, dass es weniger Hügel und Berge gibt. Wasser können wir auch später irgendwann nochmal gebrauchen. Im späteren Early Access Version kommen dann auch Fischerhütte dazu. Vielleicht sogar im nächsten Update. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Abständen die Updates so kommen. Wir hatten jetzt gerade erst eins. Das heißt, während ich das Let's Play noch mache, wird wahrscheinlich kein zweites mehr kommen. Aber dann vielleicht nehme ich dann später nochmal auf. Oder zu einem späteren Zeitpunkt nächstes Jahr oder sowas. Schauen wir nochmal rein und dann gucken wir mal, was da so Neues gibt. Dann können wir auf jeden Fall diese Welt vielleicht auch weiter gebrauchen und dann ja auch die Fischerhütten hinzufügen. Das alles ist auf jeden Fall jetzt hier neu. Ich zeige euch jetzt erstmal so ein bisschen das, was ich hier so geschafft habe. Ich habe euch jetzt auch bewusst schon mal dazu geholt. Einerseits glaube ich, wir sind ungefähr wieder auf dem Punkt, wo wir vorher waren. Und andererseits haben wir hier gleich in 5 Tagen die Großstadt erreicht mit 150 Einwohnern. Das liegt nicht unbedingt daran, dass ich jetzt mehr hier Bürger oder sowas habe. Hier seht ihr, ich habe auch ebenfalls 2 Gebiete gemacht. Das Krankenhaus gebaut. Hier habe ich diesmal das Puppentheater hingebaut. Hier eine Bäckerei. Also von Volumenumfang hier ist es auf jeden Fall gleich. Hier kommt auf jeden Fall nochmal eine Stadtmauer drum. Da habe ich ein bisschen Platz gelassen. Hier ist wieder unser Held. Das auf jeden Fall einmal. Und jetzt habe ich so ein bisschen auch darum mich gekümmert, dass hier drumherum die Mühlen stehen. Hier so ein paar Sachen stehen. Da sind auch überall schon Bürger drin am Arbeiten. Der ist krank. Ja, da ging hier Krankenhaus. Ne? Die haben doch noch ein bisschen Platz. Geht doch dahin. Mir sind tatsächlich zwischendurch richtig viele Landsleute gestorben, weil ich mehr Landsleute hatte als bei unserem ersten Spielstand. Ich habe nämlich das hier als erstes gebaut. Also das ist sozusagen der Anfang gewesen. Das ist sozusagen der erste Brunnen. Hab wieder so ähnlich gebaut wie vorher auch. Und das sind glaube ich hier unsere ersten Farmen. Ich weiß gar nicht, ob es das oder das war. Na, hier habe ich so angefangen. Hier haben wir auch einen Schweinestall bekommen. Später kriegen wir hier hinten glaube ich auch nochmal mehr Schweine. Hier hinten irgendwo waren noch welche. Und da. Vielleicht waren die das auch. Und habe mich dann dementsprechend hier ausgebreitet. Und als dieses Dorf dann so langsam gewachsen ist und ich wusste, ich will da hinten die Stadt hinbauen, habe ich mich hier unten ausgebreitet und habe hier noch ein Dorf angefangen. Ne? Und habe dann auch immer schön drauf geachtet, dass das alles hier grüne Lämpchen sind. Also das ist recht gut gemacht. Eigentlich, wenn man mal drauf achtet, dann funktioniert das alles auch. Ja, dass man dann immer drauf guckt und hier Leute nur reinholt, so wie hier zum Beispiel. Ich könnte hier aber einen reinholen, das hätte ich damals ja gemacht. Aber dieser Robert Garcia, der lebt wahrscheinlich hier hinten. Und, oder nee, das ist sogar ein Bürger. Das ist wahrscheinlich sogar einer aus der Stadt. Und der Weg hierhin, den schafft er wohl, aber ist halt schon gelb. Und das will ich gar nicht. Also lassen wir das alles. Und da will ich gar keinen reinholen. Wir holen beim nächsten Mal einfach noch ein paar mehr Landsleute. Ich habe hier auch schon Gehöfte noch. Die sind hier ein bisschen leer. Also hier passt noch was rein. Weiß gar nicht, habe ich hier noch mehr? Nee, wird langsam hier doch voll. Ich habe die hier noch neu gebaut, aber die sind langsam auch gefüllt. Da passen auf jeden Fall noch 2 Leute rein. Wie viel können wir denn noch aufnehmen? Nur wirklich die 2. Okay, siehst du, dann ist das Dorf nämlich auch voll. Das einzige Problem, was ich jetzt noch habe, ist hier, genau, 2 Landsleute. Holen wir rein. Meilenstein erreicht. Super, es wurde ein neuer Bevölkerungsmeilenstein erreicht. Nun können wir uns als Großstadt bezeichnen. Und nun dann rechnet eure Familie mit regelmäßigen Zahlungen in Höhe von 150 Münzen an die Familienkasse. So, Ressourcen 53. Marktplatz. Oh, guck mal. Hier, yeah, das Feature will available in later stage of during Alexis. Also, das können wir auch gar nicht. Schafzucht, Extraktor für Prismaflüssigkeit. Guck mal. Hat sich das auch schon gelöst? Das wird später nochmal relevant. Hier nochmal irgendwas und ein Schneider. Da gibt es nicht mal ein Bild für. Aber es gibt noch einen Marktplatz, den können wir bauen. Okay. Dann ist auf jeden Fall weniger Münzen. Ich meine, ich habe noch 1500. Das ist gerade richtig viel. Verdient eigentlich wohl genug. Ich musste auch jetzt lange Zeit viel warten. Also das gefühlt, wenn ich hier
bestimmt 2 Stunden schneller gewesen als in unserem letzten Spielstand. Das lag aber auch viel daran, dass ich sehr viel mal dreimal gespielt habe. Also die Geschwindigkeit einfach viel, viel häufiger erhöht habe. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich genauso lange gebraucht. Aber ich musste auch weniger mir durch Sachen durchlesen. Naja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall musste ich jetzt gerade recht lange warten, dass die ganzen Einwohner wieder reinkommen, die ich haben wollte. Und da hat sich jetzt ein bisschen Geld angescheffelt. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Ich habe mich dann hier unten angesiedelt und dann das hatte ich ein Problem. Vor allem in dieser Krankheitsphase, wo mir Leute gestorben sind, hier und hier. Da hatte ich das Problem, dass wenn ich 2 Landsleute bekommen habe und die einziehen lassen wollte, dass dann erst wahrscheinlich sogar das Dorf befüllt wurde und nicht das hier. Und ich brauchte hier unbedingt Leute. Also musste ich so lange warten, bis das Dorf hier voll war und dass das hier dann besiedelt wird. Ich weiß nicht, wo die Priorität liegt. Vielleicht in der Reihenfolge, wie die Gebäude gebaut wurden. Wahrscheinlich bekommen die IDs, sobald man hier ein Gehöft baut, bekommt das eine ID. Das ist zum Beispiel 27 und dann fange ich hier hinten an zu bauen. 28, 29, 30 und so weiter. Ich frage mich, wie das dann wohl ist, wenn die Theorie stimmt, wenn man hier eins wegreißt, ob das dann alles nachrückt oder ob die ID 28 hier zum Beispiel wieder frei ist und wir dann hier die Bau 28 hinbauen können. Auf jeden Fall denke ich, das wird nach dieser Reihenfolge irgendwie abgearbeitet. Oder es ist noch simpler, dass einfach von, weiß ich nicht, wenn das hier Koordinate XY ist, keine Ahnung, 0 und dann geht es hier hin und das ist die höchste Anzahl, dass der dann guckt, ne, irgendwie uns abscannt, wo ein leeres Haus ist. So, lästige Feen. Achso, das kennen wir schon. Keine Sorge, ich kann euch 100 geben. Dann haben wir das. Eine Neuerung. Ich habe diesmal hier in der Weltkarte, ich habe wieder alle freigeschaltet. Bin auch gerade so ein bisschen am Boten entsenden. Hier noch 9 Tage, okay. Sind die noch unterwegs oder was ist da los? Ich glaube. Ich habe diesmal auf jeden Fall Winifred genommen. Das ist jetzt sozusagen das andere Mädel. Wollt mal gucken, was wir da so machen können. Was für Boni wir bekommen. Weil da wissen wir es ja schon. Da haben wir diese Blumen bekommen, diese Tulpen. Was meiner Meinung nach eigentlich nur was bringt, wenn man auch wirklich, also die Tulpen haben wir nur gebraucht, um sie dann wieder zu beschenken damit. Ich habe jetzt selbst keinen Zweck darin gesehen, die Tulpen zu haben. Und habe deswegen jetzt mal sie hier genommen und gucken mal, was wir daher bekommen. Beziehungsweise eine Sache habe ich schon, die habe ich aber noch nicht gebaut. Das wollte ich auch erst mit euch machen. Im Gegensatz dazu habe ich jetzt auch noch wirklich keinen Sinn darin gesehen, das zu machen. Oh, da müssen wir noch weiter Leute reinsetzen. Kann ich da Landsfrau sogar? Und die noch. Okay, das passt. Da können wir mal ein bisschen Eisen abbauen. Das hatten wir wohl letztes Mal schon. Das habe ich jetzt hier noch gar nicht gemacht. Das heißt, hier Eisen, also beziehungsweise, das ist, nee, das ist schon dieses Eisen. Man braucht gar keine Eisenverarbeitung. Die Schmiede ist dann erst später. Aber das habe ich jetzt irgendwie noch nicht gebaut. Dazu kam ich irgendwie noch gar nicht. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Eisen farmen und dann dementsprechend da ein bisschen weiter. Und hier habe ich eine Sache nämlich bekommen, nämlich die Helden-Trainingspuppe. Ich habe wohl schon einen Helden, aber die Trainingspuppe habe ich jetzt noch nicht gebaut. Die könnten wir jetzt aber mal bauen. Ich habe hier hinten schon mal ein bisschen was vorbereitet, sage ich mal. So ein bisschen so einen kleinen Platz. Und hier würde ich gerne die ganzen Militärkram bauen. Also die Kaserne, dieses Ding hier, das Ding. Das Heldenquartier haben wir jetzt schon. Und dann vielleicht auch noch ein bisschen Deko. Wir haben hier auch ein paar Holzbarrieren, Holzstacheln. Vielleicht könnte man das hier so ein bisschen setzen. Eigentlich wäre es gut, wenn man das ein bisschen weiter hier hingesetzt hätte. Das habe ich jetzt leider nicht. Aber egal. Oder wir gucken nochmal. Kann ich das hier nochmal irgendwie anders machen? Mit Straße anders verlaufen lassen? Nicht wirklich. Was passiert denn, wenn ich das hier abreiße? Dann kommt dieser Typ hier weg. Aber das juckt ja eigentlich nicht. Waffenkammer öffnen. Schmuckstücke. Ja, ich habe da ja irgendwie was. Ich kann das, glaube ich, eben kurz abreißen. Dann können wir es nochmal hübsch machen. Kümmern wir uns jetzt erstmal darum. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Hecke darum haben möchte. Oder ob ich jetzt einfach direkt... wo ist denn das jetzt? Was ich haben möchte. Hier vorne? Nee, hä?
Ach, das ist jetzt weg. Der Dekokram ist jetzt weg, weil die Kaserne da weg ist oder was? Also das Heldenlager, Heldenquartier. Das ist uns anscheinend freigeschaltet. Wir könnten Zweier-Eingang machen. Was spricht dagegen? Oder noch besser, wir machen zwei Eingänge und lassen die zusammenlaufen. Ja, ich glaube, ich mache das so. Ich mache das hier weg. Mache hier einen Weg lang. Ist die Frage, was kommt da in die Mitte vielleicht noch rein? Wollen wir das vielleicht sogar so breit machen? So, würde ich sagen. Wir können wieder neue Leute. Hier, Bürger. Bräuchte eigentlich jetzt noch ein bisschen was für Landsleute. Zumindest ein Backup-Hütchen. Aber ich bräuchte dafür das Gebiet. Das müsste ich mir kaufen. Das kann ich auch wohl, aber... Okay, die Lagerstätte ist ziemlich überfüllt hier. Ich hatte eigentlich noch eine zweite gebaut hier. Dass sie so ein bisschen sich abwechseln können mit dem ganzen Kram, den ich habe. Weil ihr seht, ich habe richtig viele Ressourcen. Ich habe mich richtig gut drum gekümmert. Ich habe direkt hier am Anfang viel Kohlemeider gebaut. Und seitdem nichts Neues. Also, am Anfang hatte ich dadurch halt sehr viel wenig Holz. Aber ich habe diesmal auch darauf geachtet, dass meine Holzhütten recht frei stehen. Also, wie ihr hier seht, das sind die drei. Ich hatte hier auch noch eine vierte, aber die brauche ich gar nicht unbedingt. Weil ihr seht ja, wie viel Holz ich habe. Die stehen da recht offen. Hier haben wir auch wieder, wie heißt der nochmal? Roland Rindmann, genau. Das heißt, dass sie so frei stehen, das bringt es, glaube ich, wirklich, dass sie dann viel, viel besser arbeiten können. Auch wenn ich überhaupt gar keine Anzeigen bekomme von wegen, ja, das gefällt mir hier nicht, dass ich hier nicht genug Platz habe. Das stört mich auch noch ein bisschen. Ich würde gern wie bei Anno halt da irgendwie eine Effektivität haben von wegen, ja, der Holzbetrieb ist dadurch mega geschwächt und funktioniert gar nicht mehr richtig. Das hätte ich schon ganz gerne. Hier ist auch, hier könnten wir noch ein Lager hinbauen. Ein Lager. Jetzt muss ich erstmal wieder finden. Machen wir das so. Und bauen das mal. Was ist das denn? Marktplatz. Wird als Ressourcenvermittler genutzt. So können die Wege der Arbeiter in einem Gebiet verkürzt werden. Aha. Interesting. Das würde ich schon ganz gerne hier hinten irgendwie haben. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt nötig ist. Das sieht, also es wirkt so, als wäre das ein Gebäude, was auch ruhig irgendwie hier platziert werden könnte. Der Marktplatz. Aber ich möchte es schon im Gebiet hier in der Stadt haben. Als ein Gebäude. Wahrscheinlich sogar da oder da. Eigentlich sogar hier, wenn die Mauer vielleicht hier rumgehen könnte. Aber das Gebiet kaufen wir uns auf jeden Fall gleich noch. Aber erstmal hier weiter. Oh, ich habe das falsch gemacht. So muss das. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall wieder den Dekokram. So. Lagerfeuer wäre cool. Holzbarrieren. Keine Ahnung. Ich stelle mir das jetzt irgendwie geil vor, wenn das jetzt hier so ein bisschen solche Holzbarrieren sind. Hier sowas als Zaun sozusagen. Dann was wir auf der Ecke machen. Ist wahrscheinlich komplett übertrieben, was ich hier gerade tue. Da nochmal so ein Schild. Würde ich sagen, so in der Mitte. Keine Ahnung, was das hier wird. Ich weiß halt nicht, ob das hier wirklich einen Sinn hat. Mehr Zierde als Schutzmaßnahme. Okay, gut. Das ist wirklich nur Zierde. Wir könnten solche Banner mal setzen. Wo ist vorne bei den Bannern? Gibt kein vorne, oder? Wenn die geplatziert sind, ich hoffe, die wehen in irgendeine Richtung oder so. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist, sonst platzieren wir die nochmal weg. Okay, so, jetzt haben wir auf jeden Fall so ein bisschen hier platziert. Wir könnten auch so Bänke setzen. Warte, aber lass uns erstmal das Nötigste machen. So, Bogenschießlegende, Gelände, nicht Legende. Schwertkampf. Sowas könnten wir machen. Bogenschießen hier vielleicht an der Seite. Hier so ein Kasernhütchen. Machen einfach mal so ein bisschen. Oh, wie cool. Es gibt verschiedene Zelte.
Ich würde das gern versetzt haben, aber ich glaube, das bringt's nicht hier gerade. Schwertkampf. Hier noch ein Schwertkampfding. Was haben wir hier von ihr bekommen? Heldentrainingspuppe. Die brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Erzählen wir mal hier. Das beschäftigt richtig viele Leute vor allem, ne? Also da brauchen wir gleich richtig viele Leute für. Können generell mal schneller machen. Wo ist denn der jetzt? Ist der wieder da gespawnt, wo ich den letzten Mal hatte? Glaub schon, ne? Ich hatte übrigens auch hier einen Friedhof, aber diesmal habe ich nicht, so wie beim letzten Mal, gegen die gekämpft, weil ich wusste, ich komme da eh nicht an gegen mit meinen eigenen Helden. Also habe ich die 200 Münzen gezahlt, dann ist er weggegangen und ich habe dafür eine Dekoration freigeschaltet bekommen. Und zwar die hier, antiker Steinwächter, eine massive Statue, die das Abbild eines großen Herrschers der Vergangenheit ist. 500 Münzen und ja, ein paar Materialien, also recht teuer und ist auch recht groß. Die könnten wir auf jeden Fall hier noch irgendwo hin platzieren, habe ich sogar vor. Die platzieren und dann dahinter vielleicht diese Botschaft oder so. Also das Ding vor der Botschaft sehe ich schon. Aber die Botschaft soll hier hinten irgendwo hin, dann kommt die Statue da vorne irgendwo hin und dann kommen vielleicht auch noch ein paar Gärten drumherum. Und hier vorne erstmal nur ein bisschen Stadtding bis hier hinten. So habe ich das zumindest geplant. Ne? Also so ein bisschen ausbreiten hier hinten hin. Das ist zumindest die Idee dahinter. Mal gucken, ob wir das überhaupt so weit machen. Oder ob wir sagen, okay, jetzt reicht es. Jetzt haben wir kein Update mehr, beziehungsweise jetzt können wir eigentlich nur noch weiter bauen. Aber das allein schon, das hätte ich ja alles gar nicht mehr machen können in dem anderen Spielstand. Ich bin ganz froh, dass ich das doch noch gemacht habe. Hier fehlt was. Und nicht jetzt weitergespielt habe und das, den Spielstand gerettet habe oder so. Das hätte bestimmt funktioniert, aber ich glaube, so bin ich doch zufriedener. Okay, die wehen gar nicht. Die bleiben einfach so, wie sie sind. Vielleicht kommt das irgendwann nochmal. Oh, guck mal, da wehen nämlich die Fähnchen. Hier nicht. Ist auch okay. So, was machen wir dahinter? Eigentlich wollte ich noch so ein paar Bänke setzen, aber die kriegen wir natürlich jetzt nicht mehr dahin. Beziehungsweise machen auch keinen Sinn, wenn sie dahinter sind. Weil nicht das Einzige, was Sinn macht, ist so ein bisschen Bäume, Blumen. Aber in so einem Militärlager sehe ich solche Blumen halt nicht wirklich. Die Bäume könnten wir machen. Bürger, ja, gerne. Den anderen Kram, den sehe ich jetzt auch nicht wirklich. Ja, dann setzen wir die Zypressen dahin. Die machen dann hier irgendwie noch am meisten Sinn, würde ich sagen. Oh, hier, die Mauer. Ja, wir haben auch ein bisschen Stein, also wir könnten mal anfangen, die Mauer zu setzen. Was passiert, wenn ich das jetzt hier über den Weg setze? Tor. Okay, das macht automatisch ein Tor. Geil. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, aber finde ich gut, dass das schon drin ist. Ja, was wir hier jetzt machen. Bis dahin kann ich sogar. Cool. Ist also sogar abgeschlossen. Weil da kann man ja keinen Weg mehr lang setzen. Finde ich nice. Ja, dann baut ihr hier mal das Ding hier auf. Dann werden wir richtig militärisch gerade. Richtig geil. Apropos militärisch, wir haben jetzt schon ein bisschen Eisen. Wir bräuchten ja noch eine Schmiede. Hier. Ein Schmied würde ich hier auch wohl drin sehen, in diesem Gebiet. Könnten wir sogar da hinsetzen. Ja, sehe ich wohl. So, was können wir denn hier am Bogenschießgelände? Kadetten. Arbeiter können als Kadetten eingeteilt werden, die gegen eine bestimmte Gebühr ihre Ausbildung zum Soldaten beginnen. Sobald sie zu Soldaten geworden sind, können sie nicht wieder zu Arbeitern werden. Aha. Interesting. Hier haben wir Schwertkämpfer, da haben wir ein paar Bogenschützen. Sehe ich sogar das Verhältnis. 4 Schwertkämpfer, 2 Bogenschützen. Finde ich erstmal gut. Nicht genug Material. Okay, dafür brauchen wir sowas. Und hier können wir auch Arbeiter zuweisen an der Heldentrainingspuppe. Finde ich interessant. Warum man da Arbeiter braucht. Aber wir machen das einfach mal. Sollen hier 4 Leute dran sein?
Und du kannst jetzt trainieren. Der kann anstatt bis Stufe 3 damit trainieren, habe ich gelesen. Ups. Ach, guck mal. Hä? Macht der das kaputt und die reparieren wieder, oder was? Interessant. Farbelinge nöten. 100 für 2 Bürger. Ja, können wir machen. Wie viele Bürger können wir noch? Oh. Okay, haben wir das Spiel durchgespielt, oder was? Hooray, toll gemacht. Du hast es geschafft, der Grundstein für eine Gedeihen des Königreiches gelegt. Unglaublich. Das bedeutet, dass du den Teil des Spiels erreicht hast, der im Early Access noch und nicht unterstützt wird. Du kannst natürlich weiterspielen und dein Königreich vergrößern, aber es wird keine neuen Gebäude geben und das Spiel wird sich ein wenig unausgewogen anfühlen. Wenn du keine Lust hast, dein aktuelles Königreich aufrechtzuerhalten, schlagen wir vor, eine neue Geschichte zu beginnen und einem anderen Herrscher den Hof zu machen, der seine eigenen einzigartigen Belohnungen und Herausforderungen bietet. Denk daran, dass jedes Reich, das wir generieren, einzigartig ist. Du kannst auch den Kreativmodus ausprobieren und etwas Eindrucksvolles ganz ohne Einschränkungen bauen. Und jetzt, um dir eine Übersicht zu geben, wie viel Inhalt noch kommen werden. Es wird 8 Herrscher zum Werben, Schlösser zu bauen, Riesen zu erschlagen, Liebe zu finden und Kriege zu gewinnen zu geben. Es gibt noch so viel zu tun und wir glauben, dass unsere interessantesten und Bestspielerinnen noch vor uns liegen. Liebe Grüße, Greener Games. Roadmap, nee, brauchen wir nicht, aber fortfahren. Oh, nice. Ja, ihr sagt wohl, es gibt kein neues Gebäude mehr zu bauen, aber ich habe ja noch nicht mal alle Gebäude gebaut und beziehungsweise mir angesehen. Also das ist schon in Ordnung. Wir haben also meiste schon geschafft. Aber es gibt ja trotzdem noch ein bisschen was. Zum Beispiel gibt es hier noch einen Steinriesen, mit dem wir noch interagieren möchten. Also zumindest wird es diese Folge noch mal geben. Der trainiert noch fleißig. Der kann irgendwie, wie gesagt, bis Stufe 3 kommen. Der braucht aber eindeutig ein bisschen dafür. Aber das ist in Ordnung. Wir könnten hier so einen Weg drumherum bauen. Will ich das? Weiß ich nicht. Den Schmied will ich auf jeden Fall noch haben. Kaserne, Bewohner. Eine Unterkunft für Soldaten. Ach so. Dann brauchen wir rein theoretisch. Ja, wir haben doch genug Kasernen dann eigentlich. Nicht genug Material, genau. Dazu müssen wir das hier bauen. Dann machen wir ein bisschen Material. Finde ich gut. Und die Stadt noch ein bisschen bauen. Wir könnten hier auf jeden Fall noch ein Wohnungseigentum bauen. Ich habe übrigens die Wohnungseigentümer jetzt auch ein bisschen anders gebaut. Ihr seht das vielleicht ein bisschen komprimierter. Eigentlich dasselbe Prinzip, ist aber auch ein bisschen kleiner. Und das funktioniert auch. Was ich nicht so ganz verstehe, ich glaube, das ist ein Bug. Wenn ich das hier platziere, steht da, es gibt keine Kanalisation und keinen Stadtbrunnen. Und die Kanalisation ist hier und der Stadtbrunnen ist da. Also es gibt das auch immer. Aber irgendwie peilt der das irgendwie hier noch nicht. Scheint ein kleiner Bug zu sein. So, ich werde das jetzt bis hier hinziehen. Ja, ich glaube schon. So. Hier kann auf jeden Fall noch eine Straße lang. Weiß noch nicht, wie das aussieht, wenn vielleicht hier eine Mauer lang geht. Das scheint auch jetzt... Ist es größer als das da? Es ist auf jeden Fall ein Feld länger. Es könnte tatsächlich größer sein, aber ich weiß nicht, ob das hier jetzt... Nee, aber das ist hier auch ein bisschen länger. Keine Ahnung. Ich habe jetzt eigentlich das Prinzip hier gehabt, also die Dinger immer erstmal entfernt, weil die ja so einen Busch zeigen. Das geht also nicht. Aber auf diesem kleinen Feld kriegt man das auch schon gut hin. Hier alles reinzuquetschen. Von daher passt das. Das machen wir mal hier hin. Das dahin. Das hier. Oh, jetzt wird es doch knapp. Das wird doch noch knapp. Ich würde gern das hier umtauschen. Vielleicht können wir dann noch mehr hinkriegen. Wenn wir das dahin machen. Das dahin. Den hier hin. Ja, geht. Sieht auch wieder anders aus. Wie gesagt, hier habe ich das so und da habe ich das so. Hier habe ich ein bisschen mehr Platz. Hier ist tatsächlich sehr eng, aber es funktioniert. Bauen wir das mal. Ist aber immer echt teuer, ne? Aber das hat man dann, hat man auch echt viel Puffer.
Also das dauert dann auch erstmal, bis da die ganzen Einwohner drin sind. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das günstiger ist, als so viele Gehöfte zu bauen. Jedenfalls ist es platzsparender, ne? Also auf dem kleinen Grund haben wir bestimmt genauso viele Einwohner wie da und da zusammen. Stadtleben halt. Also ich finde das auch super cool gemacht. Also ich finde diese Modulbauweise richtig geil. Was noch ein bisschen ändern dürften, wäre sowas hier, dass das gar nicht entstehen kann bei den Gebäuden. Ich müsste jetzt aktiv das hier wegreißen und da vielleicht hoffen, dass dann ein anderes Gebäude entsteht, genauso wie solche Lücken. Also es ist ja nicht unrealistisch, dass solche Lücken da sind. Aber die hier zum Beispiel ist doof. Hier halt auch. Hier müsste ich eher das Gebäude, glaube ich, andersrum machen, das es hierhin zeigt. Aber das ist halt aufgrund, ne, dadurch, dass ich das einmal wegreißen muss und neu bauen muss, ein bisschen aufwendig. Deswegen mache ich es jetzt nicht. Ich habe das hier angefangen mal bei der einen oder anderen Stelle. Ich glaube, bei diesem Tor hatte ich das auch. Und dann habe ich es gelassen. Weil ich dachte so, ja, okay, nee, bringt nichts. So, Jahr 9, Winter. Also bald sind wir in Jahr 10 angekommen. Hier, ja, Steine haben wir noch. Eisen haben wir noch. Irgendwie bauen die das hier nicht. Muss man priorisieren. Ich möchte gern, dass der Schmied schon mal anfängt, ein paar Sachen zu bauen. Ausrüstungen. Aber dann bin ich mal überlegen, wollen wir daraus die letzte Folge machen? Ich bin momentan bei 26 Minuten Aufnahmezeit. Das heißt, ja, bestimmt 25 Minuten oder sowas sind das dann. Ich habe ja keinen Cut gesetzt oder so. Obwohl, wir haben auch noch die Botschaft. Es werden halt keine neuen Sachen freigeschaltet, aber wir haben noch nicht mal alles gesehen. Ich glaube, wir machen noch eine Folge mehr. Marktplatz haben wir auch noch nicht gebaut. Nee, komm, das wird noch zu viel. Das schaffe ich gar nicht alles, jetzt hier zu bauen. Dann machen wir auf jeden Fall die Stadt noch ein bisschen größer. Dann gucken wir uns den Steinriesen auf jeden Fall noch an. Machen wir das. Hat sich das auch auf jeden Fall gelohnt, hier nochmal neu zu setzen, alles. Das Lager ist immer noch recht voll. Eines der Lager ist voll, ja genau. Wir hatten jetzt noch ein neues gesetzt. Wo habe ich das neue gesetzt? Oder hatte ich? Ich meine schon, ich hatte, meine ich, noch ein... Hier, genau, da. Da können noch zwei Leute drin arbeiten. Dann können die vielleicht das Lager da hinten noch entlasten. Wenn das Lager hier auch noch vollgeräumt wird. Hier ist ja auch noch eins. Ich weiß gar nicht, ob ich dazwischen noch eins habe. Hier ist der große Steinbruch. Botengilde. Wir könnten noch mal kurz schauen beim Boten, ob wir ihr vielleicht noch mal ein Geschenk machen können. Das ist gut. Ich weiß nicht, ob wir hier auch durch Freundschaft noch was bekommen, wenn ich denen die ganze Zeit hier irgendwie freundschaftlich irgendwas zukommen lasse. Übrigens, hier, da seht ihr es. Das ist mein Wappen. Das konnten wir beim ersten Spielstand, meine ich, nicht machen. Oder ich war blind und habe das komplett übersehen. Aber als ich jetzt einen Spielstand erstellt habe, konnte ich mir ein Wappen erstellen, was ich ziemlich cool fand. Und dann habe ich hier so eins gemacht. Mit einem schönen Piggy drauf. Weil ich die süß finde. Das ist unser Wappen. Keine Ahnung, ob das irgendwo sich nochmal widerspiegeln wird. Hier ist es ja nicht drauf. Aber es ist auf jeden Fall da. Vielleicht bauen die irgendwann auch noch Multiplayer oder sowas ein, wer weiß. Aber das gefällt mir hier ganz gut. Muss ich sagen. Ja, ich würde die gerne noch einen... bauen. Die Leute müssten nun mal arbeiten. Übrigens habe ich das Übersichtsmenü jetzt mal häufiger verwendet. Und da können wir das jetzt auch mal verwenden. Okay, die Bürger sind tatsächlich zu weit weg dafür. Finde ich interessant. Dann machen wir das halt so. Hier können wir auch eher so einnehmen. Da den hier. Also damit kann man viel besser mal gucken, wo noch Leuten irgendwie, also wo noch Arbeiter fehlen. Man klickt einfach hier drauf, sortiert das oben und dann schaut man mal. Und dann kann man auch direkt gucken, wie weit die so entfernt sind. Man kann auch gegebenenfalls zu diesen Gebäuden springen und mal schauen, ob da vielleicht der Landsmann raus kann und Bürger rein. Aber guck mal, die Bürger eigentlich 48, ne? Landsmann 114. Das ist völliger Quatsch, was ich gerade erzählt habe. 2 von 3 Besuchern wollen bleiben. 2 von 3? Okay. Mit 3 Besucher annehmen. Jetzt müsste ich nur mal
Tor öffnen. Wie cool. Ja, gerne auch die Tore öffnen. Weiß nicht, ob das relevant ist, ob die Typen dann gar nicht reingekommen wären. Ja, reisen in 3 Tagen ab. Das kriegen die wahrscheinlich gar nicht mehr hin, ne? Das Ding hier zu bauen. Ich mach mal ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, wo die ganzen Typen hier gerade so rumhängen. Der macht Kohle und Eisen auf jeden Fall zur Ausrüstung. Das ist gut. Ja, jetzt wird gebaut. Sehr schön. Ein Ding müsste noch mehr gebaut werden. Aber das schaffen die nicht mehr. Schade. Der Tag ist gleich um. Bei der Geschwindigkeit sowieso recht schnell. Aber da haben die zu langsam gearbeitet. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, dass ich hier mal keine Leute annehmen konnte. Ereignis Militärringe erfordert. Ach so, ja, hier. Ah gut, Militärringe. Wir sind halt noch recht schwach. Ich habe noch nicht einmal Münzen bekommen. Bei unserem letzten Ding, in der letzten Folge hatten wir das ja nochmal. Da war ich zumindest Platz 8 von 9. Das heißt, wir müssten eigentlich vielleicht sogar hier noch mehr bauen. Aber ich kann ja die Wege hier noch hin weiter an. Also zumindest hier so rum. Ich könnte hier auch noch einen Weg lang machen, möchte ich aber nicht. Ich mache dann hier noch einen Weg lang in diesem Gebiet. Mache das Militärlager noch größer. Aber so finde ich es geil, oder? Das passt ganz gut mit diesen Holzstacheln. Und der hier, immer noch Stufe 1, aber der hat bald ein Level up. Ist auch kein neuer Held, ist genau der gleiche. Der hat nämlich diese Sachen noch ausgerüstet, die ich mir letztes Mal gemacht habe. Also dadurch, dass man das hier löscht, ist er einfach nur unsichtbar und nicht verfügbar. Und zu sagen. So, ich würde gerne einen Schmied mehr haben, eigentlich, damit die Ausrüstung mal in Pötte kommt. Der braucht ja recht lange. Arbeitet der überhaupt? Für mich sieht das aus, als würde er gar nicht arbeiten. Oder ist er gerade einfach nicht bei der Arbeit? Das ist mir auch schon beim Mühlen aufgefallen, so wie hier. Die Mühle steht still und ich dachte die ganze Zeit so, hallo, was ist denn hier los? Das, glaube ich, liegt daran, dass die Typen hier gar nicht bei der Arbeit sind. Finden, guck mal. Die läuft hier unten irgendwo rum und macht sich einen schönen Tag. Bin ich ein bisschen frech. Finde ich ein bisschen frech, das Ganze. Und hier würde ich gerne die Halsfallerhütten übrigens nochmal wegmachen. Ich würde hier gerne noch Felder haben, weil ich möchte hier so ein richtig geiles Bild über Felder haben. Das sieht einfach im Sommer einfach richtig geil aus. Was ist mit Emil hier los? Pause. Was ist dein Problem? Uff, mir geht's gar nicht gut. Achso, du bist krank. Ja, dann Arzt und so, ne? Die Holzfäller hier weg haben und dann hier vielleicht hier unten hinsetzen. Damit wir da dementsprechend Felder haben. Sieht einfach besser aus später, auch mit den Mühlen so im Hintergrund und dann die Stadtmauer. Ich glaube, das ist besser. Weil die Holzfällerhütten, muss ich leider sagen, sehen hier einfach nicht gut aus. Ich meine, bei Anno ist es auch schon nicht das Geilste, aber zumindest sind da die Wälder recht dicht. Na? Also das ist ja richtig dicht gebaut dann. Aber hier, die Förster kommen da irgendwie nicht so ja, hinterher, keine Ahnung. Da steht ja auch nur, sorgt dafür, dass neue Bäume gepflanzt werden, nachdem ein Baum gefällt wurde. Das heißt, einfach nur der normale Bestand wird aufgeforstet. Aber das bedeutet, wenn da vorher 2 Bäume standen, ich so eine Holzfällerlager hinbaue, dann hat er halt wenig Puffer, ne? Also man muss schon darauf achten, dass Holzfäller am besten auch in solchen Gebieten wie hier gepflanzt werden. Damit wir auch genug Bäume zu Anfang haben. By the way, unser Gebiet hat sogar dichten Waldbewuchs. Das sieht man auch, ist ja überall Wald. Na, also wir haben hier dichten Wald, mittleres Wasser, wenig Berge und halt eine große Karte. Ich weiß nicht, ob eine große Karte heißt, dass wir hier einfach ein bisschen mehr Platz haben. Ob dann sonst sozusagen ein Feld hier oder so in einer Richtung vielleicht fehlt. Aber ich finde das schon krass. Also wenn hier ein Feld weniger wäre, würde ich mich ein bisschen eingeengt fühlen. Ich finde es schon gut, dass ein bisschen Puffer da ist. Vor allem hier, da kommen wir schon ein bisschen an den Rand. Na, also, das wäre schon wichtig. So, Kategorie hier, beziehungsweise Territorium. Wir nehmen jetzt mal das hier. Hier haben wir noch ein paar Piggies. Jetzt möchte ich mal was ausprobieren. Jetzt können wir uns das ja leisten. Ein bisschen probieren. Und zwar, wenn ich das hier setze. Und von mir aus auch nochmal neben der anderen Schweinehütte. Mal gucken, ob er die Piggies von da hinten nimmt. Oder ob man das in dem Gebiet immer bauen muss. Ich fände es gut, wenn es so jetzt funktionieren würde. Weil ich fände es da ein bisschen gezwungen, wenn man jetzt in diesem Gebiet oder hier in der Nähe irgendwo den Schweinestall platzieren möchte. Weil hier wäre ja nur Stadt für mich. Keine Ahnung. Ich meine jetzt, ja, Prismaflüssigkeit.
Das tangiert uns jetzt momentan sowieso nicht so wirklich. Aber es wird auch ein Problem sein, dadurch, dass das hier so ein Ding ist, Ressourcen. Und wahrscheinlich eine hässliche Ressource. Meilenstein erreichen, kleines Königreich. Ja, das haben wir an sich ja schon, ne? Ne, kleines Königreich wäre 200, aber das können wir trotzdem nicht freischalten. Aber das wäre zumindest jetzt noch ein Ziel, ne? Wenn wir 200 erreichen, was wir bestimmt hinkriegen, wenn ich das hier noch ein bisschen weiter baue, dann hätten wir zumindest, wenn diese Sachen hier rauskommen, könnten wir direkt mal ausprobieren. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das machen möchte. Das wäre dann wahrscheinlich einfach nur eine Folge, die dann rauskommt. Also das muss ich mir noch überlegen. So, mache ich das jetzt hier? Mache ich das ein bisschen zu? Ein bisschen vielleicht. So bis hier. Fühlt sich das ein bisschen abgeschlossener an. Als wenn man hier so ein bisschen rumhüpft und dann ist man innerhalb der Stadtmauern. Ja genau, solche Türme fehlen halt natürlich noch. Wachtürme hier auf den Ecken und so. Und vor allem so neben den Stadttoren da und da. Das wäre schon geil, wenn noch Wachtürme hinkommt. Die Mauern aus Holz, ja, die gibt es dann irgendwie auch noch, aber die verstehe ich sowieso nicht so ganz. Obwohl, die wären hier auch ganz cool, aber ich finde es so auch nicht schlecht. So, eine Ausrüstung haben wir. Da dauert die Ewigkeiten. Ich würde sagen, ich mache gleich einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und haben dann auch mal ein bisschen Ausrüstung. Und dann baue ich hier noch ein bisschen rum. Ich glaube, das passt dann wohl. Gibt es sonst noch irgendwas? Weltkarte. Du kannst nochmal Getreide bekommen von mir aus. Ups, wollte das nicht schließen. Hier, der Typ will, glaube ich, nur Geld, ne? Das ist recht easy eigentlich. Winken. Ich weiß nicht, was das hier so bringt, aber wir winken den dreimal. Und mit ihr können wir nochmal rumflirten. Geschenk, wir müssen hier 12 Ausrüstungen auch abgeben. Ich glaube, wir brauchen noch einen zweiten Speed. Ich glaube, sonst sehe ich das hier nicht. Ich glaube, wir brauchen noch einen zweiten Speed hier außen hin. Ja, das macht Sinn. Ziegelsteine haben wir auch kaum noch. Vielleicht muss ich das auch nochmal erweitern. Hier draußen hätten wir auf jeden Fall auch nochmal Piggies. Ach so, apropos Piggies. Ach, das ist doch noch nicht gebaut. Mein Gott, was ist denn nun los mit meinen Arbeitern? Wo ist mein Arbeiterding? Hatte ich das nicht hier auf der Ecke? Ein Hühnerstall? Nee, da. Hinterm Baum versteckt das sich. Wo seid ihr denn hier die ganze Zeit unterwegs? Oder baut ihr die ganze Zeit in der Stadt rum? Und deswegen, ja, okay. Aber in der Stadt habt ihr auch lange nicht gearbeitet. Na gut, dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier mal einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es hier weiter, Weltereignis. Mehl eintauschen gegen Holz, nö. Ja, und dann bedanke mich wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.